Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Ich wollte jetzt gerade sagen bei The Walking Dead, aber nein. Bei der Sims 4 Decades Challenge bei Louis' erstem Flirt. Und zwar ist Louis ziemlich erfolgreich, würde ich mal sagen. Wir haben letztes Mal uns bei Claras Eltern vorgestellt. Und, oh, Alter, die gehen jetzt ganz schön ran. Und, ja, so angefangen ein bisschen zu flirten. Eigentlich haben wir nur Komplimente gemacht, einmal ein bisschen geflirtet, dann ihr gestanden, dass wir sie mögen. Und das kam wirklich sehr, sehr gut an. Ich glaube, den ersten Kuss, den heben wir uns noch auf. Das, wäre nämlich ein bisschen viel. Die Verabredung möchte ich, glaube ich, auch nicht machen jetzt, weil... Ich denke, da muss man ein bisschen Händchen halten, kann man ja, oder? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Aber wir sind hier nicht so streng katholisch, deswegen sagen wir mal, das geht. Und Küsschen hauchen sie sich da auch schon zu. Wie wär's? Ach du Schande. Okay, nein, Louis muss aufs Klo. Dann, oh, müssten wir uns erstmal hier... einladen, dass wir überhaupt ins Haus rein dürfen. Oh, ja, also selbst wenn ich nichts mache, dann flirten die hier wie wild. Und Clara war ja auch so immer schon total verschossen in Louis. Also, oh, befördert zu Direktionsassistent. William Jr. wurde befördert und ist jetzt Direktionsassistent. Und er hat zu dem folgenden Bonus erhalten. Mit Arbeitstitel prallen kann er jetzt. Und nächste Schicht. Oh, geil. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass es heute schon klappt. Super cool. Und ich darf reinkommen. Kommst du auch, Clara? Also, wie ihr seht, ich habe es hier mal so ein bisschen spartanisch eingerichtet. Gut, dann dürfen wir jetzt nämlich auch das Klohäuschen benutzen, denke ich. Da ist auch die Schwester. Jetzt kommen sie alle raus. Bitte geh nicht aufs Klo. Nein. Das darf jetzt nicht passieren. Nein, du bist stopp, 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 stopp. Puh, das war knapp. Puh, das war knapp. So, ich hoffe, der fragt jetzt nicht, was hier angestellt wurde. Es ist alles gut, es ist nichts passiert. Ich könnte mich mit dem nochmal so ein bisschen austauschen. Beziehungstipps geben, ja genau. Ich frage mal so, was er so macht. Und dann gibt es gleich auch Essen. Ich hoffe, ich darf da mitmachen. Eigentlich wollte ich ja jetzt nur... Was wollte... Ach, liebes Leben, fragen. Über Interessen reden können wir nochmal kurz mit dem Vater, einfach damit... Man muss sich ja mit dem Vater gut halten. Er sieht aber ein bisschen schwach aus. Ach, der ist Koch, okay. Fabusabe? Okay, verstehe. Jetzt geht sie schon wieder. Du badest doch jetzt nicht. Nee, gut. Oh, Gott sei Dank. Das ist übrigens Flossy. Oh. Ich habe ihr offensichtlich nicht genug neue Outfits gegeben. Das ist Flossy, die scheinbar einen Job hat. Das ist ja geil. Okay, ja. Die ist Teenager geworden. Oh, sie hat nur für sich selber gekocht. Schade. Und Licht haben die hier drin auch nicht. Ich habe das nur mal so provisorisch eingerichtet. Deswegen sieht das unserem Haus ziemlich ähnlich. Aber ja, das war jetzt allerletzte Gelegenheit. Gut, aber ich denke, wir waren auf jeden Fall schon mal erfolgreich. Vielleicht können wir denen dann eben noch den Garten gießen. Und dann nochmal ein bisschen... weiter flirten, vielleicht? Clara, was sagst du? Ja, komm, wir setzen uns mal hier mit dazu und reden dann so ein bisschen mit allen. Einfach um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal sicher, dass wir sie auf unserer Seite haben. Also sie findet uns auch gut. Wo kann man denn, ich weiß immer nicht... erzähl mal eine lustige Geschichte. Das zählt aber nicht als rumalbern. Ich weiß nicht wirklich, wie man rumalbern kann. Das ist immer... Unfug vielleicht? Hm, das möchte ich nicht so gerne. Gut, dann werden wir nochmal die Mutter irgendwie... bequatschen. Bisschen besser kennenlernen. Ja. Ach, das hat funktioniert. Okay. Sehr gut. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt besser kennengelernt und haben einen kleinen Sexy-Balken bekommen.
Das ist sehr schön und sie steht definitiv auf uns. Also wir hatten das ja schon vorher, dass sie so ein bisschen kokett war immer und ja, als wir dann ihr unsere Liebe oder unsere Zuneigung gestanden haben, da war sie auch extrem begeistert davon, glaube ich. Okay, ja, über Interessen, über Geschicklichkeit. Genau, wir prallen mal mit unserer Geschicklichkeit. Sagen, ja, ach, ich habe schon so viele Messerblöcke geschnitzt und ich habe es einfach unglaublich drauf. Wir könnten auch der Mutter einen Tag verschönern, wenigstens, oder schmeicheln könnten wir der Mutter auch. Nicht, dass sie dann eifersüchtig wird oder so. Genau, wir schmeicheln dir nochmal, damit die uns auch mag. Das sieht doch aber hier wirklich ganz gut aus. Von der Natur schwärmen können wir nochmal dann vielleicht dem Vater noch irgendwas erzählen und dann können wir uns auch wieder auf den Heimweg machen. Mit dem Vater hatten wir da über die Interessen geredet, das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, er hat Hunger. Los, komm. Ein bisschen. Nee, er nimmt jetzt was zu essen. Ich hoffe, die schimpfen jetzt nicht. Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Nee, sagt keiner was. Gut, ich weiß, vor den Eltern flirten, das wäre vielleicht ein bisschen. Hoffentlich tippe ich das nicht mal irgendwann aus Versehen. Was können wir denn vor den Eltern? Eine tiefgründige Unterhaltung, auch schön. Wo ist sie? Da. Könnt ihr das gleichzeitig machen? Oh ja, setzt euch an den Kamin. Aber ich kann das jetzt nicht anzünden, ohne brennt ja ein Haus noch ab. Wollt ihr euch da hinsetzen? Nee, irgendwie sind sie sich nicht so ganz einig. Leute, ist noch alles sehr unbeholfen und sehr, Oh, okay, die sind also auch sehr offenherzig mit ihrer Zuneigung. Das ist ja aber dann vielleicht ganz vorteilig für uns. Und Clara ist ein Genie. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal. Lass das Essen mal da stehen. Hat ihm jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Aber dann müssen wir jetzt mal langsam wieder nach Hause. Ich habe jetzt den ganzen Tag verpasst. Grace, du kannst aufhören mit Putzen. Kümmer dich mal. Soll ich das denen eben noch gießen? Ich gieße das eben noch kurz. So, also ganz, ganz schnell meine ich natürlich. Und dann kann ich wieder nach Hause fahren. Das war ein sehr schönes. Okay, er macht weiter. Ein sehr schönes, erfolgreiches Date, finde ich. Und dann können wir ja sehen, wie das sich so weiterentwickelt. Als nächstes ist dann William dran. Er sollte mit Annie dann auch definitiv nochmal in Kontakt treten und vielleicht ausgehen. Ja, da könnten wir eigentlich auch einen Elternbesuch machen. Mal schauen. Vielleicht. Okay, dann gehen wir jetzt aber erstmal wieder nach Hause. Oh, Mami begrüßt uns. Louis, wo warst du? Bei diesem Mädchen? Hi Mom, du siehst toll aus. Okay, ich gehe dann direkt mal in die Badewanne, glaube ich. Oh. Oder auch nicht. Wo ist Louis? William, der schläft schon. Kann die Übung aber gut gebrauchen. Haben wir hier irgendwas? Irgendwelche Levelaufstiege erreicht? Nee, Geschicklichkeit, Gartenarbeit, beides 3. Das ist aber gut. Was hörst du da? Klassisch, bitte. Okay, dann schauen wir mal, wie es allen so geht. Eigentlich ganz gut. Oh, mein Tisch knackt so. So, eigentlich geht es allen wirklich gut. Hatte William diesen Stuhl hier fertig? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mach. Müsste eigentlich, oder? Ansonsten dann machen wir mal noch ein Beistelltischchen. Er sollte das ja auch bald mal noch vervollständigen. Ich hätte da schon gerne Level 10, damit wir auch wirklich alle Gegenstände haben und uns eine schöne Toilette und eine schöne Badewanne bauen können. Das war ja eigentlich so das Ziel. Wenn wir das jetzt nicht erreichen, dann wäre das schon schade. Okay, Grace ist müde, hat aber sehr schön aufgeräumt. Das gefällt mir. Dieses Feuer ist wirklich ein Endlosfeuer, oder? Aber es scheint auch nichts damit zu passieren. Ich glaube, das ist ein Bug. Aber umso besser, wenn das, er hat schon Ass. Okay, du
Du wolltest doch baden. Ja, wir schlafen dann erstmal. Und du kannst das hier ausschalten. Du bist immer noch wach. Dann kannst du wieder Geige üben, gerne. Du bist so ein Nachtmensch, oder? Ein Instrument kaufen. Das können wir irgendwann nochmal machen. Eine Gitarre oder so. Jemanden kennenlernen. Auch kein Problem. Genau, und William muss dann natürlich aber auch ins Bett gehen danach. Ha, gut, okay, dann. Oh, ist das schön, wenn hier alles so aufgeräumt ist. Grace, das hast du echt gut gemacht. Okay, William, Köder mit Mangel an harten Haken befestigen. Level 3 erreicht. Er kann jetzt traditionelle Lieder spielen. Hat William denn da Level 10? Das würde ich ja eigentlich. Wollte ich ja eigentlich auch. Nee, Level 7. Wir haben das vernachlässigt, weil wir jetzt so viel angeln gehen immer. Und er hat nicht mehr so lang. Shit. Okay. Grace muss mal wieder aufs Klo. Das ist ja eine Überraschung. Oh, Freitag. Okay, dann müssen wir noch einen Arbeitstag überstehen. Gibt es denn genug zu essen? Würstchen und Bohnen. Genau, okay, alles gut. Dann kannst du schlafen und danach was frühstücken. Und Louis muss. Wenn ich ihn jetzt wecke, dann. Warte mal. Ich lasse ihn nochmal aufstehen. Damit ich ihn dann ins Bett schicken kann, damit ich ihm dann Aufgaben erteilen kann. So, schlafen. Nein, nicht frühstücken. Oh. Kühe füttern. Vielleicht solltest du das lieber jetzt machen. Dann schlafen und dann kannst du gerne frühstücken und dann nochmal die Kühe füttern. Das wird ja sonst einfach zu viel. Oh, ich muss auch. Oh. Ich habe wieder vergessen, Williams Inventar aus. Mit. Von. Ne? Genau. Von Fischen zu befreien. Mist. Den haben wir. Haben wir schon einen Guppy? Den haben wir. Das ist der, glaube ich. Genau. Dann können wir noch mal einen Guppy aufhängen. Wunderbar. Puh. William kann dann auch frühstücken morgen früh. Jetzt hat er doch. Ne, die Kugel. Füttert. Kuchen haben wir auch noch. Der muss auch erstmal leer werden, glaube ich. So, Louis hatte. Frühstück, Baden. Und er braucht Spaß. Ich wollte ihn ja auch mal angeln schicken. William war auch noch nicht. Ja, nee, den habe ich auch nicht ins Bett geschickt, aber gut. Wenn wir das alles immer so mitten in der Nacht machen. Was willst du denn morgen früh? Du brauchst gar nichts. Die sind echt die faulsten Stücke der Welt. Dann könnte er vielleicht einfach Charisma weiter üben, wenn er wach ist. Ist mir auch gerade egal. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, wer von den beiden Koch werden soll. Eigentlich passt das nicht so zu denen. Deswegen. Weiß nicht, vielleicht lasse ich es auch einfach. Die machen halt dann nix den ganzen Tag. Tja, weiß nicht. Emotionales Gemälde. Das müssen wir auch beobachten, dass er, wenn er. Okay. So, bei dir können wir dann jetzt nochmal zuschauen, wie immer. Und die anderen schlafen gar nicht. Was ist da los? Doch. Aber was ist mit dir? Oh. Ach so. Ich habe den gar nicht ins. Der war gar nicht ausgeschlafen. So. Sieht das hier schön aus. Ich mag dieses Haus so gern. Aber wir brauchen ein paar neue Stühle. Können wir die vielleicht als Schreibtischstühle benutzen oder so? Oder vor dem Kamin jetzt. Hocker. Okay, dann kannst du jetzt auch nochmal schlafen. Das war nicht für jetzt gemeint. Spielen wir den. Haben wir doch gemacht. Und das? Ups. So, dann haben wir das Level noch voll und dann kann er auch schlafen gehen. Oh, aber dringend. Was
hört sich auch schon besser an, oder? Wir haben es fast geschafft. Aber inspiriert waren wir noch nicht. Okay, Level 4. Kann ein Konzert geben. Sehr gut. Sehr fleißig. Das ist wenigstens einer, der für seine Ziele arbeitet. Okay. Dann, warten wir mal, bis alle wach sind. Bis der erste wach ist. Besser gesagt. Oh. Du musst aufs Klo. Und hast Hunger. Das fängt ja gut an. Louis ist der Erste. Kuchen. Alles klar. Ja, oh, und Hausaufgaben haben wir nicht gemacht mit dir, ne? Das wäre natürlich auch nochmal eine Option. Die können wir verkaufen. Sehr gut. Du bist ja dreckig. Aber er hat natürlich auch gestern eigentlich zwei Felder bestellt, weil er da seinem zukünftigen Schwiegervater ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Der ja scheinbar sein Geld mit Kochen verdienen muss und dann bestimmt gar keine Zeit hat. Was ist los? Keine Zeit hat, sein Feld selbst zu bestellen. Ist doch weiter. Ist doch alles gut. Ja. Hä? Hast du mit deinem Bruder geblockt? Ach, da bist du ja auch. Ich wusste nicht, dass du auch schon wach bist. Du musst aber auch aufs Klo. Warum machen die denn nix? Ja, also ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass die... So, dass diese beiden Jungs hier noch nicht so wirklich irgendwelche Partner haben. Ich müsste eigentlich Oliver hier mal rausschmeißen. Damit wir hier noch irgendjemanden zufügen können. Wen kennt denn Lee? Wen magst du denn eigentlich? Alice vielleicht? Wir könnten mal Oliver durch Alice ersetzen, oder? Ist sie denn auch schon junge Erwachsene? Ja. Wie wäre denn das? Wir machen das, glaube ich, mal. Dann haben wir nämlich wieder... Weil so haben wir das Geschwisterpärchen da drin und das passt irgendwie nicht so ganz. Ich muss als Louis in die Gruppe, okay. Dann kann ich das nämlich jetzt... Wobei natürlich... So, ich ersetze das mal durch Alice. Wer bist du denn? Ach so, die Mutter, die wir gerade kennengelernt haben. Flossie ist natürlich... Die ist noch zu jung. Alice fügen wir mal hinzu, okay. Die, Genau, dann haben wir nämlich jetzt 4 Mädchen und 4 Jungs. Das ist dann wieder fair. Und genau, hier haben wir Clara. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ob das vielleicht was ist für einen der beiden, eine der beiden. Und wenn diese beiden irgendwie ein Paar sind oder verheiratet sind oder William dann wen gefunden hat, dann kann man die ja natürlich auch aus der Gruppe entfernen. Das ist ja... Louis, du weißt doch ganz genau, was du machen musst. Du stinkst zum Himmel. Die kühlen jetzt aber gut, ne? So. Dann ernten wir nochmal alles. Und für Louis das Hobby haben wir eigentlich immer noch nicht gefunden. Ich sag das jedes Mal, ich weiß, das ist total bescheuert. Ich möchte halt ihn nicht unbedingt das gleiche machen lassen wie sein Vater. Oder wir gehen nochmal was sammeln. Das macht ihm zwar keinen Spaß, aber... Naja. Oh, ohne Frühstück Hausaufgaben machen. Okay. Ich dachte, du wolltest eigentlich erst noch was essen. Eine Stunde noch. Und William geht es ganz in Ordnung. Oh, das habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen, dass er Frühstück braucht und sich nicht kümmert. So, dann geht er nämlich wieder gut gelaunt zur Arbeit. Und wir haben noch gar nicht geguckt, er ist ja befördert worden. Wir haben gar keine neuen Aufgaben hier unten, das haben wir alles schon. Prima, aber wir sind jetzt Level 4, das ist sehr cool. Und wir sind auf dem Grünen, also das heißt, so in einem Tag schaffen wir so weit ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5 Tage noch. Also nochmal eine Woche. Das heißt, wir könnten es eigentlich einmal die Woche schaffen, befördert zu werden. Wir können auch auf jeden Fall mit den Bows nochmal uns treffen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir das dann Williams Date mit den Bows.
Geht's dir gut? Irgendwie, es kümmert sich gerade momentan keiner um sich selbst. Was ist denn da los? Die Zeit ist auch rum. Okay, dann, mach ich hier Schluss für heute. Der Arbeitstag beginnt dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann freue ich mich auf euer Feedback, eure Kommentare. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.